Grüß euch, da ist wieder euer Babsi von Breizlo. In meinem Kanal seht ihr, wie wir Bier machen, wer bei uns arbeitet und was sonst noch so los ist. Heute zeige ich euch, wie es schroten geht. Das heißt, wir werden das Malz zerkleinern, damit wir es morgen mit Wasser vermischen können und damit wir daraus unsere Würze gewinnen. Und dazu gehen wir jetzt rauf zur Schrotmühle. Da hinten ist jetzt die Entstaubungsanlage. Hinten mit dem Sack, der das feine Pulver, was den Staub aufsammelt. Da ist die Schrotmühle, die Waage und die Mühle. Und dann schauen wir, was da jetzt gemahlen wird. Da kommen wir eine Probe nehmen. So, und da sieht man jetzt schon, das ist feines Mehl vermischt mit Spelzen. Und die Spelzen, die braucht man erst später als natürliche Filterschicht beim Abläutern. Genau, so schaut das aus. Jetzt nehmen wir da wieder rein. So, und jetzt schauen wir noch, wo das Ganze reinfällt. Machen wir nochmal einen Dicklauf. Da staubt es natürlich. Da ist schon das ganze Schrot drinnen. Das sammelt sich da dann. Und das wird dann morgen, wird unten der Wechsel aufgemacht und dann wird es mit Wasser vermischt. So, das ist jetzt die Visualisierung von der Schrotmühle, also von der ganzen Schroterei. Hier sieht man heute, es sollen 840 Kilogramm geschrotet werden. Wir sind mittlerweile schon bei 350, also gut weit vorangeschritten. Die ganzen Motoren beleuchten grün, das heißt, es funktioniert alles. Jeder Motor läuft und macht seine Arbeit. Genau, wunderschön. So, das war's dann auch schon wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch gerne andere Sachen von mir seht, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, freut mich super, dass immer so viel zuschauen. Ihr könnt da noch andere Videos von mir anschauen. Und wenn es euch gefällt, gebt mir noch ein Like. Abonniert mich, das würde mich super freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Babsi. Servus.